Jo Leute, was geht? Und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und ja Leute, im heutigen Video möchte ich euch nochmal einen Car Duplication Glitch zeigen. Ja, mit diesem Car Duplication Glitch könnt ihr euch im Minutentakt die Autos duplizieren. Ihr braucht dafür auf jeden Fall einen Freund und ein persönliches iFood-Kennzeichen. Ansonsten werden das alles schmutzige Kopien. Und ja, was braucht ihr noch? Ihr braucht auf jeden Fall eine Basis. Ebenso braucht ihr noch eine Avenger, so dass ihr die Autos modifizieren könnt. Und ja, ebenso muss die Basis vollgestellt sein. Stellt die Basis einfach voll mit einem Auto, was ihr euch duplizieren wollt, und den Rest mit Allergies. Und ja, wenn ihr dann soweit alles habt, dann können wir auch schon direkt losstarten. Ich stecke zunächst einfach in den Allergy ein, fahrt aus der Basis raus. Nun müsst ihr einmal die Fahrerseite blockieren. Euer Freund kann einfach ein Auto von sich anfordern. Wir blockieren einmal die Fahrerseite. Steigen aus dem Auto aus. Unser Freund kann dann jetzt in das Auto einsteigen. Und bleibt einfach in dem Auto sitzen. Mehr muss der Freund auch nicht machen. Wir gehen dann wieder in unsere Basis rein. Wir laufen dann jetzt zu diesem Auto, was wir uns duplizieren wollen. Steigen einmal ein, drücken Steuerkreuz nach rechts, um das Fahrzeug zu modifizieren. Nun ändern wir irgendwas an dem Fahrzeug und ihr werdet sehen, dass jetzt neben mir die erste Kopie steht. Wir haben eine goldene Ladeschnecke unten rechts, auf jeden Fall perfekt. Und damit haben wir schon die erste Kopie. Wir werden uns eben noch schnell die zweite Kopie machen. Dafür steigen wir wieder in einen Allergy ein, fahren aus der Basis raus. Draußen angekommen, einfach wieder die Fahrerseite blockieren, lassen unseren Freund wieder einsteigen. Wir begeben uns dann wieder zur Basis. Wir begeben uns zu dem Auto, was wir uns duplizieren wollen. Steigen einmal ein, drücken dann wieder Steuerkreuz nach rechts, ändern wieder irgendwas an dem Fahrzeug, steigen aus, Fahrzeug verlassen, unten rechts wieder die goldene Ladeschnecke. Und wenn ihr jetzt da vorne hinschaut, werdet ihr jetzt auch sehen, dass wir jetzt die zweite Kopie haben. Ja, und so könnt ihr euch permanent die Autos duplizieren. Und ja, Leute, das war es auf jeden Fall schon mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es denn so sein sollte, würde es mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr mir noch ein Abo und ein Like da lassen würdet. Und ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.